Wann bin ich denn bitte so fett geworden? Vor einem Jahr hat sie doch noch gepasst. Was machst du da mit meiner Hose? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Survive. Hey, oh Mann, Mia, ich bin voll fett geworden. Lars, ich hab dir eben schon gesagt, das war meine Hose. Ja, aber die hat mir früher auch gepasst und das kann doch nicht sein. Also, ich hab dir doch früher mal heimlich angezogen. Das fand ich aber eigentlich ganz cool. Ich mache jetzt einfach eine Diät, damit sie mir wieder passt. Zum Beispiel, ich esse keine Kohlenhydrate mehr, kein Salz mehr, kein Fett mehr, kein Zucker mehr und alles, was böse ist. Das heißt, du isst einfach mal gar nichts mehr? Das ist sehr gesund. Salat oder Dressing? Hallo? Ach, Lars, es gibt mittlerweile richtig viele Diäten. Paleo, Kohlsuppe, Low Fat, Low Carb. Das einzige Wichtige daran ist, dass man da eine Art Ernährungsumstellung macht und das nicht nur für einen abgesteckten Zeitraum macht und sagt, ich esse jetzt eine Woche nur Salat. Weil dann kommt das, was dich stört, der Jojo-Effekt. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich das Doppelte wieder drauf. Und welche Diät passt jetzt zu mir? Welche Diät passt zu mir? Bevor man sich überhaupt Gedanken darüber macht, welche Diät zu einem passt, sollte man sich kritisch hinterfragen, ob eine solche Diät überhaupt nötig ist. Wer es nur macht, um anderen zu gefallen, wird meist scheitern und außerdem ist nicht jedes Gramm am Körper gleich schlecht. Im besten Falle mögt ihr und eure Freunde euch so, wie ihr seid. Solltet ihr aber doch merken, dass ihr was ändern wollt, weil es schon, Auswirkungen auf eure Gesundheit hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, euch vorher zu informieren. Denn auszuwählen, welcher Ansatz zu euch passt, ist leichter gesagt als getan. Denn man sollte diese Ernährungsumstellung gut in seinen Alltag integrieren können. Wenn es nun eine Diät sein soll, die sagt, man soll keinerlei Kohlenhydrate zu sich nehmen, gestaltet es sich nun mal komplizierter, wenn man zur Mittagszeit auf der Arbeit nur eine Bäckerei oder eine schlecht ausgestattete Kantine zur Auswahl hat. Die Vorbereitung. Glückwunsch, du hast dich für eine Diät entschieden. Tja, was jetzt? Check den Kühlschrank und guck, was verbannt werden muss und was da bleiben darf. Überleg, ob du für die Schule schon mal etwas für die Pause vorbereitest, zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, ein belegtes Vollkornbrot und so weiter. Stelle sicher, dass du auf gar keinen Fall hungerst. Sport. Ein notwendiges Übel, aber leider nicht wegzudenken. Glücklicherweise ist es nicht so schlimm, wie es sich anhört, denn die natürlichen Aktivitäten des Alltags kann man super in seinen Tagesablauf integrieren. Treppenlaufen statt Aufzug, zu Fuß statt mit dem Bus oder der Stadtbahn, einfach eine Station früher raus und bewegen. Fitnessstudios müssen nicht zwingend sein. Man kann auch ganz einfach Übungen daheim durchführen. Achtet dabei nur auf euren Rücken. Viele Workouts können auch tückisch sein. Spaß vor Diät. Geburtstage, Feiern oder Anlässe jeglicher Art stellen einen auf eine harte Probe. Kuchen hier, Pommes da, die Verlockungen lauern dann an jeder Ecke. Seid dann aber nicht diejenigen, die sagen, nein, das darf ich nicht. Ihr dürft natürlich essen, was ihr wollt. Macht euch dann nicht zum gesellschaftlichen Außenseiter. Die Zielsetzung. Viele setzen sich ein bestimmtes Körpergewicht als Ziel und das Schwinden der Kilos sind ein guter Motivator. Nur je nachdem, was ihr an Sport macht, könnte es irgendwann sein, dass ihr nicht mehr abnehmt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Muskeln einfach mehr wiegen als Fett. Am besten nehmt ihr die Maße eures Umfangs am Bauch als Anhaltspunkt. Da werdet ihr sicherlich positive Entwicklungen bemerken. Yeah! Dauer der Diät. Im günstigsten Fall habt ihr euch für eine dauerhafte Ernährungsumstellung entschieden, die gut zu euch passt und könnt diesen Ernährungsstil weitestgehend beibehalten. Wir hoffen so... Bleh. Und jetzt werft noch einen Blick in die Infobox da. Wir hoffen so, survived ihr eure Diät und überlegt euch unbedingt, ob eine Diät für euch überhaupt notwendig ist und bleibt gesund. Zum Schluss werft noch einen Blick in die Infobox. Dort findet ihr die Instagram-Seiten von uns. Und über Mias Kopf ist eine Infocard mit der ersten Folge How to Survive. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.